Hallo und herzlich willkommen bei NLP Erleben. Ich bin Thomas Pandur, NLP-Trainer und Gründer von NLP Erleben. Ja, NLP Erleben, das Ausbildungsinstitut hier in Senden bei Ulm. Wir sind bereits seit über 10 Jahren sehr erfolgreich am Markt. Das heißt, wir haben ein großes Ausbildungsangebot. Wir haben im Jahr ungefähr 5 verschiedene NLP-Practitioner-Ausbildungen. Und das bedeutet, wir haben sehr viel Erfahrung und Praxis. Außerdem arbeiten wir mit internationalen Top-Trainern wie zum Beispiel NLP-Master-Trainer Owen Fitzpatrick oder Dr. Richard Bandler zusammen. Bei NLP Erleben sind wir rein auf NLP spezialisiert. Ich bin der Meinung, dass die Konzentration auf eine Sache, ja, und die wirklich richtig gut zu machen, die bringt auch wirklich den Erfolg. Das heißt, Sie bekommen bei uns nicht irgendwie so einen Bauchladen, wo die unterschiedlichsten Konzepte miteinander vermischt werden, ja, Transaktionsanalyse und was auch immer hier so gerne mit NLP vermischt wird, sondern wir machen wirklich reines NLP. Außerdem haben wir eine sehr große Anzahl an Spezialausbildungen, gerade im Profibereich. Die Trainings bei uns, die sind sehr individuell. Das heißt, wir haben eine übersichtliche Gruppengröße. Mir ist der persönliche Kontakt zu meinen Teilnehmern wirklich sehr wichtig. Ich möchte auf Fragen eingehen können. Und wir machen auch keine Massenveranstaltung, ja, mit 50, 100, vielleicht 500 Menschen in einem Raum. Ja, das finde ich ist keine effektive Art des NLP-Trainings. Wir möchten, dass, wenn Sie zu uns kommen, dass Sie sich wirklich richtig wohlfühlen. Wir haben hier eine gemütliche Atmosphäre. Ja, in den Pausen bekommen Sie von uns Pausensnacks und Kaffeespezialitäten. Und wir möchten wirklich, dass Sie sich bei uns richtig wohlfühlen. Ja, als ich vor über 20 Jahren mit NLP angefangen habe, da habe ich zuerst meine ersten Ausbildungen beim Deutschen Verband für NLP gemacht. Ich habe dort Practitioner und Master gemacht, aber ich war mit dieser Art der NLP-Vermittlung einfach nicht zufrieden. Sie war mir zu problemorientiert und auch zu wenig praxisorientiert, ja, zu wenig Möglichkeiten, das in der Praxis wirklich anzuwenden. Ich habe dann meine Trainerausbildung bei Dr. Richard Bandler gemacht und habe diese Art von NLP kennengelernt, die mich auch heute immer noch total begeistert und fasziniert. Ja, und heute arbeite ich mit internationalen Top-Trainern zusammen und gebe dieses Wissen an meine Teilnehmer weiter. Mein Motto ist, ich kann anderen nur etwas beibringen, wenn ich es selber vorlebe. Und deshalb auch der Name bei uns, NLP Erleben. Ja, und für mich war das damals die Geschichte, ich habe vor über 20 Jahren aufgehört mit dem Rauchen, indem ich NLP für mich angewendet habe. Ich war zum damaligen Zeitpunkt Single und mit meinem Leben auch relativ unzufrieden. Und ich habe die Prinzipien des NLP auf mich angewendet und habe mein eigenes Business aufgebaut. Und heute bin ich wirklich in der Lage zu sagen, dass ich meinen Traum lebe, weil ich dieses Wissen, was wirklich Leuten hilft, sich zu verändern und Veränderungen zu erzielen, weil ich dieses Wissen heute weitergeben darf. Ich hatte eine Sache, die mich immer angetrieben hat. Ich wollte immer wissen, was die besten Prinzipien und Methoden sind, mit denen man sich selber verändern kann. Und ein weiterer Punkt, der mir damals aufgefallen ist, war der, dass ich mir gedacht habe, ich möchte gerne ein Training so machen, wie ich es mir damals gewünscht hätte. Und diesen Gedanken, den habe ich sozusagen bis heute immer weiter verfolgt und immer mehr verbessert. Weil für mich ist es einfach wichtig, dass die Teilnehmer nicht nur Spaß haben im Seminar, sondern dass sie auch wirklich anwendbares Wissen bekommen und in der Lage sind, NLP in ihrem Leben anzuwenden. Wir hier bei NLP Erleben, wir sind auf die Kompaktseminare spezialisiert. Das hat den großen Vorteil, Sie haben nur eine Anreise. Ja, und dann können Sie den gesamten Kurs machen. Das Ganze ist extrem gut planbar. Sie müssen nicht Wochen oder Monate im Voraus einzelne Termine reservieren, sondern Sie wissen, hey, einmal hinfahren und dann können Sie den gesamten Kurs machen. Außerdem ist das Ganze effektiv und es geht schnell. Und so sind Sie dann mitten im Thema drin. Das heißt, hier entsteht auch eine sehr wichtige Dynamik, um NLP auch lernen zu können. Ja, weil Sie lernen NLP jetzt nicht als lauter voneinander getrennte Einheiten oder Module, sondern wir vermitteln NLP als ein Gesamtmodell. Und das macht es extrem effektiv. NLP wird leider oft als Techniken unterrichtet, die auf andere Menschen angewendet werden. Allerdings, das Ganze funktioniert nur sehr begrenzt.
Und wir Menschen, wir mögen es nicht, wenn Techniken auf uns angewendet werden. Außerdem bekommen Sie bei uns keine grauen Theorien. Ja? Das ist nicht wie in der Schule, sondern das Lernen bei uns, es macht Spaß und Sie lernen nebenher. Weil Sie haben eine Lernmaschine zwischen den Ohren und wenn man weiß, wie man diese Lernmaschine nutzt, ja, wie man damit umgeht, dann ist das Lernen wirklich sehr effektiv. Ja, und genau darum geht es, weil NLP hinterher mit sich selbst anwenden zu können, mit der Familie, den Kindern, ja, oder im Geschäft, mit dem Chef, mit den Kollegen, mit den Kunden, um bessere Ergebnisse zu produzieren. Das ist genau die Idee von NLP. Und da sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt. Bei uns lernen Sie NLP erst einmal auf sich selbst anwenden. Ja? Nicht irgendwelche Techniken, die dann auf andere angewendet werden. Nein, es geht darum, erstmal NLP an sich selber auszuprobieren. Das heißt, Sie lernen sich selber viel besser kennen und verstehen. Ja? Sie wissen auf einmal, warum Sie bestimmte Dinge machen und andere vielleicht nicht. Und vor allen Dingen, Sie lernen, wie Sie Ihr Verhalten verändern können, wie Sie selber sich besser verstehen und akzeptieren können. Und das ist wirklich eine großartige Sache. Ja, das wird Sie voranbringen, Sie werden feststellen, Sie werden Ihre Ziele erreichen, Sie können Ihre Blockaden eliminieren und ja, werden glücklicher und zufriedener in Ihrem Leben. Ich bin wirklich, wirklich überrascht, wie effektiv NLP ist und auch noch werden wird. Und ich bin davon total überzeugt. Ja, also ich bin Andreas Eike, ich komme aus Funkstadt. Ich mache diese Practitioner-Ausbildung. Ach, die ging wie im Flug um, das ging so klasse um. Es ist eine Begeisterung in mir aufgestiegen. Ich habe gar nicht so richtig gewusst, was ich so am Anfang machen sollte, auf was ich mich da eingelassen habe und habe ein ganz, ganz tolles Erlebnis in einer Woche, die ja so zack wie im Flug umging. Also ich bin Leonida, ich komme aus Landsberg am Lech, komme eigentlich aus der Immobilienbranche und bin auch gerade in der Umstrukturierungsphase und habe eben jetzt angefangen mit NLP, bin schon länger auch im Coaching-Bereich und hier kann ich sagen, das ist genau für mich das Richtige. Ja, mein Name ist Frank und ich komme aus Nordrhein-Westfalen. Bin extra diese weite Strecke heruntergefahren nach Senden und habe dort das NLP Practitioner Seminar mitgemacht, 10 Tage am Stück. Und das war eine sehr, sehr tolle Erfahrung. So, hallo, ich bin Eva Wippermann. Ich bin Deutsche, wie man gut hören kann, aber ich lebe in Neuseeland. Und ja, Thomas, dieses Seminar hat mich dazu gebracht, dieses Jahr im, was haben wir denn, Frühjahr hierher zu kommen, nach Senden, um meinen NLP-Master beim Thomas Pannur NLP erleben zu machen. Ja, mein Name ist Sophie Brandner, ich komme aus Oberstdorf und arbeite in einer relativ großen Baufirma, bin für Azubis zuständig und eine Freundin von mir hat NLP auch schon gemacht und hat mir das extrem empfohlen, das zu machen, auch für die persönliche Entwicklung und natürlich auch im Beruf. Ich bin die Martina Palm, ich komme aus der Frankfurter Gegend und ich bin jetzt hier in Senden bei der Masterausbildung von NLP Erleben beim Thomas Pannur und bin jetzt gerade fertig geworden. Also ich bin die Regina, ich bin also ausgebildete Krankenschwester und leite im Moment ein Pflegeheim und bin der Überzeugung, dass jede Führungskraft eine NLP-Ausbildung haben sollte. Also ich hatte für mich das Bedürfnis, mich selbst zu coachen in verschiedenen Situationen, weil es kamen immer wieder unterschiedliche Situationen im Beruf oder so im Privatleben oder sonst wo auch immer im Hobby, in denen ich mich gerne hätte selber coachen können und da wollte ich ein paar Techniken vorher lernen. Ich bin der Martin, ich bin 30 Jahre alt, bin ja, Student und nebenberuflich noch Bergführer und das ist eigentlich auch so der Hintergrund, warum ich hier bin, weil ich habe viel mit Menschen zu tun und dann ist natürlich NLP ja, ein sehr, sehr gutes Werkzeug, um ja, Menschen besser zu verstehen und natürlich auch ja, mir natürlich auch zu helfen mit meinen ja, Glaubenssätzen, die ich jetzt durch die Ausbildung zum Beispiel auflösen konnte. Ich habe ganz tolle Techniken gelernt, die ich natürlich auch im Alltag für mich und für andere mit der Mitarbeit mit denen sehr gut gebrauchen kann. Also mein Name ist Jutta Lehmann. Ich arbeite in Basel in der Pharmaindustrie. Ich bin jetzt hier gerade in Ulm auf dem NLP Master Seminar gewesen. Also mich
hat NLP schon immer interessiert und ich habe jetzt im Frühjahr, also im Januar, die Practitioner-Ausbildung gemacht, die mir sehr, sehr gefallen hat und mir tiefe Einblicke in die Sprache gegeben hat. Okay, ja, ich bin die Anke. Ich komme eigentlich aus Nordrhein-Westfalen. Ich habe in der Pflege gearbeitet und habe jetzt in der Leitungsebene gearbeitet. Und da bin ich häufig auf Situationen gestoßen, die mich, wo es um Motivation ging, Mitarbeitermotivation, Kritikgespräche oder eben auch Konfliktgespräche, wo ich gerne noch mehr Lösungen hätte, wie ich mit den Themen umgehe. Und deswegen bin ich jetzt hier bei Thomas und mache die praktische Ausbildung. Ja, wir hatten eine sehr gemischte Teilnehmertruppe mit spannenden Leuten dabei. Interessant war, alle waren eben sehr neugierig auf das Seminar. Alle haben einen Spaß mitgebracht. Man konnte sich sehr schnell mit den Leuten gut über die Themen unterhalten. Und es trat sehr schnell ein Gemeinschaftsfeeling ein. Also das NLP hat sich wahnsinnig viel verändert. Während ich früher von meinen Emotionen kontrolliert wurde, kontrolliere ich jetzt meine Emotionen. Und ich kann mit Dingen und Einflüssen, die auf mich zukommen, wesentlich besser umgehen. Mein Name ist Alexander Bernwieser. Ich habe jetzt gerade bei Thomas den NLP Master gemacht, besucht und bin total begeistert auf der einen Seite, wie Thomas das alles rüberbringt, wie er das ganze Modell von NLP jetzt für mich noch viel begreifbarer gemacht hat und wieder viele lose Enden zusammengeknotet hat. Und auch die liebevolle, freundliche Art und Weise, wie er die Leute mitnimmt im Seminar und für das Thema eben begeistert. Das ist eine Ergänzung. Also begeistert hat mich die Strategien, die Sprache, wie machtvoll unsere Sprache ist. Und ja, also ich leite das Auslandsamt an der Hochschule, habe hier mit Studierenden zu tun, aber auch mit Professoren. Ich bin nebenher Coach und Kommunikationstrainerin und habe immer noch nach einem Tool gesucht für mich, weil ich noch nicht das Richtige hatte und bin dann irgendwann zur NLP gekommen, aber war skeptisch und habe gedacht, das gucke ich mir jetzt erstmal an. Die Erfahrung war sehr, sehr cool gewesen für mich. Ich habe einige neue Strategien und richtig coole Tools kennengelernt, die ich für mich selbst, aber auch mit anderen anwenden kann. Ich habe gelernt, dass ich viel Potenzial habe, was ich bisher noch nicht richtig nutzen konnte und wo ich auch nicht genau wusste, wie ich das richtig anwenden kann in der Praxis. Also das Seminar war sehr intensiv teilweise. Sehr anstrengend, das ist nicht so, dass wir 8 Stunden Kaffee trinken, nein, das ist es nicht. Das Schöne ist aber, wie nach jedem leichteren Anstrengung, wenn du deine Grenzen ein bisschen überschreitest, dann fühlst du dich hinterher wahnsinnig gut. Also nach diesen Tagen im Seminar fühlte ich mich immer fantastisch und gestärkt, mutig, ruhiger, gelassener. Und vor allen Dingen wusste ich, ich bin ein Stückchen gewachsen. Das war sehr schön. Ein sehr schönes Gefühl. Danke dir, Thomas. Schön. Ich finde, ich würde es immer, immer wieder tun. Danke dir.